hatte bis 1927 noch keine Tonspur, aber stumm waren Kinovorführungen auch in der Stummfilmzeit keineswegs. Musik gehörte immer zum Film, zu einer Filmvorführung dazu, sei es auf einem Klavier in einem kleinen Vorstadtkino oder mit einem ganzen Orchester in einem der großen Filmpaläste oder Premierenkinos. Und es gab sogar ein eigenes Instrument, das zur akustischen Begleitung von Filmvorführungen erfunden wurde damals. Die sogenannte Kinoorgel, die nicht nur musikalisch Filme begleiten konnte, sondern auch mit Geräusch. Kinoorgeln stammen ursprünglich aus den USA. Dort wurden sie vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt. Nach Deutschland kamen sie erst nach dem Ersten Weltkrieg, in den 1920er Jahren. Und eine ganz berühmte Orgelbaufirma, die solche Kinoorgeln gebaut hat, war die Firma Michael Welte und Söhne aus Freiburg. Und diese Firma hat auch diese Kinoorgel, die Sie hinter mir sehen, gebaut in den späten 1920er Jahren. 1929 für das Kino Scala in St. Gallen und wurde dann im Lauf der 1970er Jahre abgebaut und von einem Sammler mechanischer Musikinstrumente aus Baden-Baden erworben und kam von diesem Anfang der 1980er Jahre in den Besitz des damals im Aufbau befindlichen Landesmuseums für Technik und Arbeit in Mannheim, des heutigen Technoseum, und wurde dort schon in den Rohbau sozusagen eingeplant und Anfang der 90er Jahre in unserem Auditorium aufgebaut. Und seitdem gibt es immer wieder und in letzter Zeit vermehrt Stummfilmvorführungen mit Live-Begleitung durch unsere Kinoorgel. Und ein ganz besonderes Ereignis war, dass diese Kinoorgel in den letzten anderthalb Jahren komplett saniert worden ist, general überholt worden ist und dank der großzügigen Unterstützung des Freundeskreises Technoseum, der Rudolf-August-Oetker-Stiftung und der Wüstenrot-Stiftung erklingt sie nun wieder in altem, schönen Klang. Die Welte Kinoorgel hier im Technoseum unterscheidet sich sehr, sehr stark von einer klassischen Kirchenorgel. Erstens mal steht nur der Spieltisch hier unten im Auditorium. Das gesamte Pfeifenwerk dieser Orgel verbirgt sich oben in einem separaten Raum, einer Pfeifenkammer, die durch sogenannte Schwellertüren zum Auditorium abgegrenzt sind. Diese Schwellertüren kann man hier unten mittels eines Pedales öffnen und schließen, um die Dynamik der Orgel in der Lautstärke laut und leise nochmal dramatisch steigern zu können. Nicht nur alleine durch das Einstellen der verschiedenen Registerklangfarben Dynamik zu erzeugen, sondern auch noch über diese Schwelltüren. Dann sind die Kinoeffekte zu erwähnen, die oben live als Instrumente eingebaut sind, elektropneumatisch angesteuert werden. Dann hat man noch Xylophonen, eine Stahlharmonika und eine Harfe eingebaut. Und die Besonderheit, was den Klang der Kinoorgel ausmacht, ist im Gegensatz zum leisen Vibrato, der den Pfeifenklang nur ein wenig zum Schwingen bringt, ist ein sehr starker Tremulant, der den gesamten Orgelklang charakteristisch stark verändert und das ausmacht, was die Kinoorgel eigentlich ist, ein Unterhaltungsinstrument. Hat dieser Spieltisch zwei Manuale. Es sind zwei Reihen von Registerschaltern, die wir hier übereinander haben. Die obere Registerreihe, das sind alles die einzelnen Pfeifenstimmen, die die Orgel besitzt. Die unterste Reihe, das sind die sogenannten Kinoeffekte. Dann hat es hier unten freie und feste Kombinationsknöpfe. Da sind auch verschiedene Registrierungen der Orgel vorprogrammiert. Und hier oben hat es noch eine Reihe von weißen und von schwarzen Knöpfen. Das sind die sogenannten freien Kombinationen. Das heißt, wenn der Organist mit einer Einstellung hier unten nicht zufrieden ist, kann er sich selbst mit diesen Knöpfen hier oben, was dann freie Kombination 1 und 2 ist, kann er sich dann nochmal Registergruppen raussuchen, die er dann während des Spiels durch das Drücken der grünen oder der roten Taste hier unten noch einprogrammieren kann. So muss er rein. Man kann diese Orgel somit über eine gelochte, perforierte Papierrolle abspielen lassen, ohne dass ein Organist vorhanden ist. Besonderheit dieses Apparates ist, es handelt sich um einen Duplex-Apparat. Er hat also hier zwei Vorrichtungen, zwei Schlitten, in denen man jeweils eine dieser gestanzten Papierrollen mit einer 150er-Lochskala einlegen kann. Dann kann man diesen Schlitten
hier rübersetzen. Da ist dieser Gleitblock, den man da sieht, der wird abgelesen. Der Rollenblock dieser Orgel, der läuft alleine mit Vakuum, also nicht wie die eigentliche Orgel mit Druckluft gesteuert wird. Wird dieser Rollenapparat, wird alles per Vakuum abgetastet. Und auf dieser perforierten Rolle ist nicht nur die Musik als Information drauf, sondern es ist auch in der Stanzung ist auch noch angegeben, welche Register geschaltet werden sollen und ob laut oder leise gespielt werden soll. Man sieht hier hinten diese zwei Windmotore. Der linke hier ist für den Vorlauf, der rechte ist für den Rücklauf. Man sieht hier im Gesamten, sieht man in einer speziellen Anforderung wie in einem Dreieck drei Bälge sitzen, die mit Gummituch bezogen sind. Hier vorne hat man eine kleine Messingschwungscheibe und unter dieser Messingschwungscheibe sind je, wo der Balg sitzt, eine Position, wenn ich mal so ganz vorsichtig von Hand drehe, sieht man, dass da oben ein Auslassloch kommt und hier unten auch. Und diese Windmotore sind dazu dargemacht worden, die haben hier neben eine Schwungscheibe, die mit einem Gewicht genauestens ausbalanciert ist. Und dieser Windmotor sorgt dafür, dass es immer eine gleichmäßige Rückspulgeschwindigkeit beim Rücklauf dieser Rolle hat. Unten sieht man die diversen Schaltvorgänge der Kinoorgel. Hier unten kommen einmal vom Skalenblock die Bleirohre herunter. Dort hinten sind die Hauptstationen und hier vorne sind die Hauptregisterschaltungen, die auch in der Rolle mit markiert sind. Man sieht auch, wenn man die Rolle laufen lässt, hier oben sind elektrisch-pneumatische Umschalthebelchen und Bälge, die dementsprechend betätigt werden, wenn das Loch bzw. das Register oben in der Rolle geschaltet wird. Hier unten drunter staubgeschützt, wenn ich hochklappe, sieht man für jeden Ton, für jedes Manual, hier oben ist alles wieder schön sauber mit Tusche rangeschrieben, sieht man diese kleinen roten Steuerbälkchen und hier vorne sind lauter kleine Nadelabreißkontakte, die dann betätigt werden. Von hier aus geht dann die Steuerung elektrisch an den Spieltisch und vom Spieltisch dann über das lange Orgelkabel hoch in den Multiplex-Schrank und vom Multiplex-Schrank wird das dann dementsprechend elektropneumatisch dann weitergeleitet an die Register, an die Lade, sodass jede dementsprechende Pfeife, die ertönen soll, auch gespielt werden kann. Fertig gespielt hat, kann ich den einen Schlitten nehmen, kann ihn hier in einen Anschlag reinschieben. Dann habe ich hier einen kleinen Kohlekontakt, der hier hinten einen Windmotor auslöst, sodass die Rolle automatisch von alleine in gleichmäßiger Geschwindigkeit wieder auf Anfang zurückgespult wird, während in der Zwischenzeit der zweite Rollenapparat aufgelegt werden kann und man quasi die Orgel somit nonstop mit Musik spielen lassen kann. Stehen wir hier oben in der Pfeifenkammer der Orgel, der abgetrennte Raum, in dem die Pfeifen der Weltekino-Orgel drin versteckt sind. Wir sind hier mitten im Pfeifenwald, stehe ich, zwischen lauter Metallpfeifen und Holzpfeifen. Sie werden aufgeteilt in linguale und in Labialstimmen. Daneben dran ist eine Vox Humana. Hier auf der linken Seite sieht man 7 von insgesamt 14 dieser Jalousieschweller, die nach unten in das Auditorium gehen. Neben den Pfeifen sind hier oben da hinten die Harfe zu sehen, in der Ecke versteckt. Dann noch die Kinoeffekte und die Perkussionsinstrumente. Und natürlich das Wichtigste, der Multiplex-Schrank. Das ist die Hauptsteuerung, das Gehirn der Kinoorgel. Das ist ja die Kinoorgel, eine Multiplex-Orgel. Das heißt, wir haben nicht so viele Pfeifen rein in der Kinoorgel wie in einer Kirchenorgel. Das war der Trick damals, den man angewandt hat. Und hat hier mit Hilfe von elektrischen Verschaltungen sich dann die verschiedenen anderen Registerstimmen und Fußzahlen und Klangfarben herausgezogen. Hier unten sind dann, wenn am Spieltisch ein Registerschalter betätigt wird, bläst sich hier oben mit Hilfe von einem auslösenden elektrischen Kontakt mit dem Hufeisenmagneten, bläst sich dann dieser Balg hier oben auf, setzt hier oben diese Registerschleife in Bewegung, drückt diesen Kontakt dran.
Und die unterste Sektion von Bälgen, die man hier sieht, das sind alles die Bälge, die betätigt werden, wenn der Organist, die Organistin unten am Spieltisch sitzen und anfangen zu spielen. Und hier oben hat man dann auch nochmal so ganz feine Abreißer, Kontaktnadeln. Das funktioniert alles mit Funkenabriss und durch Spielen bleiben diese halt auch sauber. Und jeder Balg hat halt 24 dieser Kontaktnadeln dran, die dann gleichzeitig gegeben werden, um auf allen Manualen, allen Pedalen wirklich gleichzeitig erklingen zu können, so wie es unten vom Organisten erwünscht ist. Das sind hier jetzt die Effektregister der Kinoorgel. Man sieht hier oben dieser schwarze Trichter, da verbirgt sich das Regengeräusch. Da geht also ein Balg auf und hier oben drin sind Hülsenfrüchte versteckt. Und dieser Trichter hat obendrauf ein Blech, wo Löcher drin sind, damit die Luft entweichen kann. Dementsprechend, wenn der Wind hier oben in den Trichter reinkommt, werden die Hülsenfrüchte gegen den Trichter geschleudert, was somit das Regengeprassel ergibt. Dann haben wir oben das Eisenbahngeräusch, was erzeugt wird durch ein Papprohr, in dem oben ein Stück Blech ist. Drei Pfeifen sind vorhanden für den Lokomotivpfiff, für die Schiffssirene. Ein Dreierwindmotor wie im Spieltisch. Hier wird er allerdings nicht mit Vakuum, sondern mit Druck angetrieben. Der bewegt hier hinten das Glockengeläut. Man sieht hier diese vier Stabröhrenglocken hängen. Hier unten sieht man in echt ein Tamburin, eine kleine Trommel und auch die Schlittenschellen. Und hier nebendran sieht man auch noch einen Teil des Schlagwerkes, also die große Trommel, das große und das kleine Becken und hier unten noch die Tremolantengeber. Hier oben stehen wir jetzt vor einem weiteren der speziell eingebauten Instrumente der Kinoorgel. Auf der Rückseite hier haben wir das Xylophon, was auch hier in der Kinoorgel so ausgelegt ist, dass es nicht einen einmaligen Anschlag hat, sondern einen repetierenden Anschlag. Das sieht man hier oben, diese Bälgchen haben hier oben diese kleine Mutter und sind hier auch durch eine kleine Druckfeder belastet, sodass wenn ich unten das Register einschalte und spiele das Xylophon, dass es wirklich ein Ton repetiert wird, als würde ein Xylophonist wirklich hier drin stehen und würde es bedienen. Das ist jetzt hier die Harfe der Kinoorgel. Sie unterscheidet sich sehr immens vom Xylophon und von der Stahlharmonika. Sie hat zwar auch Klangplatten, wie man sieht. Und wenn man hier drunter schaut, hat sie solche Resonatoren. Die verstärken also nochmal den Klang und geben ihm so eine gewisse Wärme. Und hier oben sind die Hämmer, die man auch dort sieht, die es anschlagen, die sind mit einem Filz beschlagen. Auch hier wurden die Bälge erneuert. Es mussten verschiedene Federn und Magnete nachjustiert werden, damit das alles wieder schön für die kommende Zeit funktioniert.